Okay, also wir wollen jetzt hier mal zeigen, wie man sich anmeldet. Dafür nehmen wir jetzt mal den Absturz. Nämlich, wenn du das erste Mal auf die Seite kommst, dann kannst du hier Auswahlmöglichkeiten wählen. Und ich will jetzt hier mal als Ich bin Christ auswählen. Ich bin auch bei der Plattform eingeloggt. Deswegen habe ich auch besondere Moderatorrechte, glaube ich. Man kann das auch mit seinen anderen Accounts hier verbinden lassen. Oder als Gast. Da war jetzt irgendwie ein Piepsen. Ich glaube bei Ecto. Also loggen wir uns ein. Wie gesagt, du kannst auch über Facebook oder sonst irgendwie dich einloggen. So, und jetzt starten wir mal das Broadcasting. Dann siehst du jetzt hier auch die Flash-Fehlermeldung, Flash-Meldung, dass du es hier zulassen sollst. So, dann können wir jetzt hier unser Mikrofon auswählen. Na, hat er es gemacht? Hier müssen wir entscheiden, was von beiden wir haben wollen. Also ich habe jetzt hier den Stereo-Mix an, aber damit nehme ich das Video auf und will deswegen hier das ganz normale Mikrofon haben. Dann, wenn das nicht ausgewählt ist, also wenn hier jetzt gar nichts ausgewählt ist, dann kann man hier nicht auf Weiterklicken. Deswegen wählen wir es aus. Man kann hier das Video richtig einstellen, leiser oder lauter machen. Kannst ja mal gucken, wie man das machen könnte. Aber wir klicken jetzt hier auf Continue. So, und hier haben wir die Möglichkeit, Push to Talk oder offenes Mikro auszuwählen. Ich zeige gleich noch in einer Aufnahme, die ich davor aufgenommen habe, also jetzt nicht wundern, das Ding ist abgestürzt und deswegen habe ich die Aufnahme neu gestartet und das kommt dann gleich nochmal nach dem Absturz, weil ich dann dazu noch ein bisschen mehr erkläre, wie man dann halt chatten kann und so. Ich war nämlich schon drinne und nehme dann jetzt hier das als Anfang. Aber zeitlich gesehen ist das halt danach. Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine und benutzt dann jetzt hier offenes Mikro. Und das andere zeige ich dir gleich. Beim offenen Mikro kann halt der Moderator ständig reden und bei Push to Talk kann man nur reden, wenn man draufdrückt. Aber das zeige ich dir dann halt später. So, ich kann jetzt hier ständig reden und wahrscheinlich werde ich jetzt hier auch gehört. Und wenn ich jetzt nicht mehr reden will, dann kann ich hier oben den Ton ausstellen. Das mache ich mal jetzt. So, der Ton ist jetzt aus, das heißt, uns können die jetzt hier nicht mehr hören. Oder hörst du uns noch? Anscheinend nicht. Ja. Dann machen wir jetzt mal den Ton wieder an. Hörst du uns jetzt? Ich verstehe als gut. Ja, genau. Also es gab einen kleinen Absturz, wie du wahrscheinlich mitbekommen hast, und deswegen muss ich das dann nochmal aufnehmen. Und ich bin mal gespannt, wie ich das dann Ganze nochmal zusammenschneide, dass es ein richtig schönes Video wird. Und du bist sicherlich auch gespannt, ne? Ja. Möchtest du zum Abschluss noch irgendetwas sagen? Ja, wenn ihr euch anmeldet als, also wenn ihr hier rauf geht und ihr möchtet euch nicht anmelden, also für mich war es manchmal so ein bisschen, war es irritierend mit Twitter, Facebook, keine Ahnung, was da steht. Geht einfach ganz rechts auf Gast, also Boost steht auf Englisch, irgendwas mit G halt, ne?
Geht ihr einfach rauf, klickt ihr drauf und schon könnt ihr einfach nur euren Namen eingeben und kommt als Gast in den Chat und müsst ihr nichts irgendwie mit Facebook, Twitter und keine Ahnung was eintragen. Genauso macht man das. Und ich werde jetzt hier gleich nochmal zeigen, die andere Aufnahme, wo ich dann erkläre, wie das mit dem Chat geht und Hector nochmal begrüße und hört es euch einfach an und denkt einfach, das war eigentlich hier vor, aber dann ist das Ganze abgestürzt und ich habe euch gezeigt, wie man euch jetzt hier anmeldet. Wenn ihr meint, ihr habt jetzt schon alles verstanden, dann braucht ihr das natürlich nicht angucken, dann könnt ihr auch jetzt hier das Video stoppen. Tut, was ihr wollt. Ich mache das meistens, dass ich so einzelne Szenen mache und die dann zusammenschneide halt, ne? Also meistens nicht in ein Stück. Also, beginne ich dann jetzt gleich mit Wie du denkst. an, ja. Hallo zusammen, ich will euch erklären, wie ihr den Chat, den Voice Chat benutzt. Und dazu habe ich den Ecto eingeladen, dass wir das jetzt hier gemeinsam erklären können, wie man das hier benutzt. Und ihr könnt jetzt hier auch sehen, ich bin hier. Ja, hallo. Ja, hallo. Ihr könnt jetzt hier sehen, dass ich hier oben bin und der Ecto ist da drunter. Und man kann hier auch chatten, indem man was schreibt. Also, ja, das Ganze beruht auf Flash und ich glaube, ich habe jetzt hier zu viele Anwendungen offen, dass mein Flash nicht so schnell mitkommt. Aber vielleicht kann ja der Eck nochmal was schreiben. Genau. Ah, Test. Und Test, genau. Also, es ist vielleicht auch ganz gut, wenn die Anwendung ein bisschen hakt, dass du alles schließt bis auf den Browser. Und so könnte man das dann halt verbessern. Hier oben habe ich mein Broadcasting. Da habe ich jetzt auf Stop Broadcasting kann ich jetzt auswählen. Du kannst wahrscheinlich jetzt hier am Anfang auf Start Broadcasting klicken. Also ich stoppe jetzt mal das hier, dann hört mich der Ektor auch nicht mehr. Na. Noch ist er da. Noch ist er da, noch sehe ich das hier auch. Ah, Ja, ja. ich bin alleine, ich bin alleine. Ja, aber wir hören ihn noch. Genau. Das heißt, hier oben sehen wir dann auch, wer jetzt gerade am Reden ist oder wer jetzt die Möglichkeit hat zu reden. Und ich starte das jetzt hier wieder mal. Und gucke mal, dass ich jetzt wieder dazukomme. Ne? Genau, wenn man das dann hier startet, dann kriegt man auch am Anfang eine Flash-Anweisung. Die hatten wir jetzt schon, deswegen kommt die jetzt bei mir nicht, wo man dann sagen muss, das will ich. Und nachdem man halt die Flash-Anweisung bestätigt hat, kann man hier das Mikro oder die Cam auswählen. Ich will jetzt hier nur das Mikro aus. Und auf Weiter. Dann kann ich jetzt hier auswählen, was für ein Aufnahmegerät ich jetzt habe. Also ich habe jetzt hier parallel noch den Stereo-Mix anlaufen, weil ich darüber halt das Video aufnehme. Aber für den Chat benutze ich natürlich nur das Mikro, weil ihr wollt ja nicht hören, was ich dann höre. Das gäbe eine ziemliche Rückkopplung und ja, dann gehe ich dann hier auf Continue. Wenn du das jetzt nicht auswählen kannst, kann es sein, dass es gar nicht ausgewählt ist. Wenn das nicht ausgewählt ist, dann kann man hier nicht auf Continue klicken. Du kannst hier auch noch dein Mikrofon justieren. Ja, aber wir wollen hier das Mikro nehmen. Und im Mikrofon justieren zeige ich dir jetzt nicht. Kannst ja selber testen. So. Dann kommen wir jetzt hier zu der Auswahlmöglichkeiten Push to Talk oder offenes Mikrofon.
Für die meisten wäre es ganz sinnvoll, wenn man sie Push-to-Talk benutzen, weil die müssen ja nicht ständig reden, sondern nur, wenn hier irgendjemand von euch etwas dazu sagen will, dann, ach, das kann ich ja mal zeigen. Ich wähle jetzt mal hier jetzt Push-to-Talk aus. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen langsam, weil es eine Flash-Anwendung ist. So, dann bin ich jetzt auch hier wieder dazugekommen. Ah, da kommt wieder was. Ja, er hat es bemerkt, aber er hört uns jetzt noch immer nicht, weil um zu reden, müssen wir dann jetzt hier oben auf diesen Talk-Button klicken. Er schweigt. Ja, wir kommen ja gleich. So, und jetzt sehen wir auch bei uns, dass wir jetzt reden. Und wir müssen aber jetzt den Talk-Button gedrückt halten, weil wir nicht die Option gewählt haben, dass wir durchgehend reden können. Aber halt für Zuhörer ist das ganz sinnvoll. Und für zwei, die sich unterhalten wollen, gibt es dann die andere Option, die zeige ich dann auch gleich. Das hört jetzt der Ektor nicht mehr, weil wir nicht mehr Push-to-Talk gemacht haben. Und wir können jetzt hier oben, ich glaube, da war das, nochmal einstellen. Oh. Machen wir dann gleich. Laden wir nochmal neu. Also das kann schon mal passieren, dass hier die Flash-Anwendung abstürzt oder so. Ja. Ist nicht schön, aber einfach neu laden. Dann haben wir das auch mal in diesem Video gezeigt. Kann ich schweigen? Mein ganzes Leben gehört dir allein. Ich kann nicht leugnen, was du für mich bedeutest. Mein ganzes Leben gehört dir allein. Und wenn ich daran denke, oh, jetzt sagt er so offen zu singen.